Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Leo Wächter, bin Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dahnkastel-Kues und darf jetzt für Sie, liebe Gäste, sozusagen den Fremdenführer hier machen. Die Kreismusikschule möchte ja in einem YouTube-Film ja besondere Stätten, in denen man auch Musik machen kann, besondere historische Stätten im Landkreis Bernkastel-Wittlich Ihnen näher bringen. Und insoweit freue ich mich natürlich, dass ich Sie auch hier im ehemaligen Kreisständehaus und jetzt im Sitz der Verbandsgemeinde Bernkastel recht herzlich hier begrüßen kann. Und ich sage dann einfach Vorhang auf und wir gehen dann zusammen ins Gebäude. Ja, meine Damen und Herren, Sie befinden sich oder wir befinden uns jetzt hier gemeinsam sozusagen in der Schaltzentrale der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues umfasst 23 Kommunen, die Stadt Bernkastel und 22 Ortsgemeinden, die sich an der Mosel entlang von Neumagen-Dhron bis nach Lößnitz ziehen und einige Gemeinden auch im Vorderen Hunsrück von Lonkamp, Monzefeld bis Kleinisch-Hochscheid und auf der anderen Seite auch Gornhausen. Das bildet letztendlich die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues mit ca. 28.500 Einwohnern. Und wir befinden uns, wie ich eben schon sagte, hier im Sitz seit 1970, am Sitz der Verwaltung, in einem stadtbildprägenden und sehr historischen Gebäude, für die Stadt auch sehr bedeutsamen Gebäude, das 1885 errichtet wurde und eigentlich immer nur für Verwaltungszwecke genutzt wurde. Zunächst mal für den damaligen Landkreis Bernkastel noch und dann später als Verwaltungssitz für die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Und das Gebäude ist in den Jahren von Ende 2014 bis Mitte 2016 auch generalsaniert worden, wobei wir einen großen Augenmerk darauf gelegt haben, natürlich das alte Historische zu erhalten oder wieder auch herzustellen, aber natürlich auch mit modernster Technik zu versehen. Ja, wir kommen jetzt hier in unser neu geschaffenes Foyer, klein, aber fein. Bei den Umbaumaßnahmen 2014, 2015 haben wir dieses kleine Foyer hier geschaffen durch die Verbindung der beiden Gebäude im Rahmen der Sanierungsarbeiten und haben hier sozusagen einen Raum geschaffen für kleine Konzerte zu machen, für Kunstausstellungen und natürlich auch, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewissen Anlässen auch einen Mittelpunkt hier im Gebäude zu haben, zum Beispiel bei einer kleinen Weihnachtsfeier. Aber auch insbesondere wollen wir den Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule, unserer Musikschule, hier die Möglichkeiten geben, auch kleinere Konzerte zu veranstalten. Kleinere Konzerte bedeutet, dass auch gerade die jüngsten Musikschülerinnen und Schüler hier auch die Gelegenheit haben, ja, vor kleinem Publikum aufspielen zu können. Und damit wollen wir unseren Beitrag zur Unterstützung der Kreismusikschule gerne hier in unserem kleinen und unserer Aussicht sehr feinen Foyer auch leisten. Ja, ich habe eben von der Unterstützung der jungen Musikerinnen und Musiker der Kreismusikschule gesprochen. Und wir haben heute eine junge Künstlerin, die Nathalie Wörsching, hier ist zu Besuch, die mit ihrem Lehrer, mit Fernando Valdez, heute Nachmittag Ihnen einige Musikstücke zugehört bringen wird. Und damit werden wir ein weiteres Mal den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, hier den Flügel zu nutzen und in unserem historischen Gebäude auch aufspielen zu dürfen. Liebe Nathalie,
Welches Lied möchtest du uns heute oder welche Lieder möchtest du uns heute zu Gehör bringen? Ich spiele eine wunderschöne Ariete des norwegischen Komponisten Edvard Grieg. Ja, wir kommen nunmehr in den alten Sitzungssaal der Kuratsgemeinde, meinem Gernkamp Buß. Wir befinden uns hier in dem Saal, in dem regelmäßig auch Gremiensitzungen der Verbandsgemeinde stattfinden. Zudem dient es natürlich auch als Besprechungsraum innerhalb unseres Hauses. Und wenn Sie die Bestuhlung, die Ausstattung sehen, dann haben die durchaus einen historischen Hintergrund. Weil diese Bestuhlung, die Sie hier sehen, war schon 1970 hier im Hause gewesen, als der ehemalige Landkreis Bernkastel, die Landkreis Bernkastel-Mittig zusammengeführt wurde und auch der Sitz der Kreisverwaltung von Bernkastel im Rat der Zusammenlegung nach Hüttich erfolgte. Und damals, 1970, sind ja dann auch in Verbandsgemeinden gegründet worden. Und wir haben natürlich das Mobiliar, aber auch insbesondere die Bilder, die Sie hier an den Wänden sehen, dann auch übernehmen dürfen. Bismarck, Deutsche Kaiser, die Sie hier abgebildet sehen. Und wir sind natürlich sehr stolz, dass wir auch nach Abschluss der Sanierungsarbeiten ja diesen Raum mit einer gewissen Historie letztendlich auch erhalten konnten. Sie sehen das an den tollen doppelflügeligen Türen. Sie sehen das an dem alten Kamin, aber insbesondere natürlich auch hier an der Bestuhlung, die nach wie vor unverändert und noch nie restauriert wurde, vom Urzustand hier weiterhin. Und das ist ja in der Zeit, wo man heute über Nachhaltigkeit spricht, sicherlich auch besonders bemerkenswert, dass über viele Jahrzehnte, fast über ein Jahrhundert, die Bestuhlung hier immer noch vorhanden ist und sozusagen auch in der technischen Nutzung sich befindet. Also wir sind sehr stolz, dass wir auch eine solche repräsentative Räumlichkeit für unsere Sitzungen anbieten können. Und das trägt sicherlich das tolle Ambiente auch zu positiven Abläufen der Sitzungen hier auch bei. Ja, nach den vielen Zahlen, Fakten zur Geschichte unseres Hauses, kommen wir, wieder zurück zur Musik. Und Nathalie, was dürfen wir denn jetzt von dir hören? Jetzt spiele ich den ersten Satz aus der F-Dur-Sonatine von Ludwig van Beethoven. Thank you.
Ja, wir stehen hier vor einem ganz besonderen Weinfass. Nicht nur diese konische Arbeitsweise, wie das Fass hergestellt wurde, sondern insbesondere möchte ich Ihren Blick auf den Fassboden lenken. Dieses Fass wurde von Edmund Wagner, einer in Zettenrachtig ansässiger Küfer, erstellt. Und Edmund Wagner hat dann auf diesem Fassboden den Sturm auf das Finanzamt im Jahre 1926 handwerklich verarbeitet. Und insoweit sind wir auch sehr froh, dass wir das Fass hier im Hause haben, weil das damalige Finanzamt genau gegenüberliegend auf der anderen Straßenseite sich befand. Man kann es hier durchaus erkennen. Und das wirklich Unikat, das wir hier haben, sind wir auch sehr froh, dass die Familie, die Nachkommen von Edmund Wagner, uns das hier zur Verfügung gestellt haben. Ja, lassen wir jetzt noch einmal die Musik sprechen. Nathalie spielt jetzt ein Stück des französischen Impressionisten Claude Debussy. Und liebe Nathalie, wir freuen uns auf deinen musikalischen Vortrag. Ja, ich möchte Sie auf eine ganz große Besonderheit in unserem Hause hier hinweisen. Dieser Flügel gehörte nicht keinem Geringeren als dem bekannten Kirchenkomponisten und Musikprofessor Hermann Schröder, der hier in der Stadt Bernkastel-Kues im Stadtteil Bernkastel geboren ist und in seinen Berufsjahren Musikprofessor in Bonn war. Und wir sind natürlich sehr stolz, dass wir diesen Flügel von Hermann Schröder, ein ganz bedeutender Bürger der Stadt Bernkastel-Kues, dann auch unser eigen nennen können und hier auch für Konzerte und vergleichbare Veranstaltungen hier auch darlegen bieten können. Ja, Schröder hat auch heute noch einen herausragenden Ruf in der katholischen Kirchenmusik des 20. Jahrhunderts. So wurde zum Beispiel bei Konrad Adenauers Beerdigung im Kölner Dom seinerzeit sogar ein Requiem von ihm aufgeführt. Er hat zahlreiche höchste Auszeichnungen bekommen und zählt somit neben Nikolaus von Kues zu den bedeutendsten Persönlichkeiten unserer Stadt Bernkastel-Kues. Ich freue mich sehr darüber, meine Damen und Herren, dass der Pianist Rolando Valdez nun auf Schröders Flügel eine kleine Komposition von Hermann Schröder uns zu Gehör bringen wird. Eine Vertonung des alten Minneliedes »Ich hab heut Nacht geträumt«. Viel Spaß!
Ja, wir sind jetzt am Schluss angekommen. Mir bleibt nur noch der Solistin Nathalie Wirsching, ihrem Lehrer Rolando Valdez und natürlich der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich für ihren Besuch hier in der Verbandsgemeinde recht herzlich bedanken. Ja, vielen Dank.